OnlyFans, wer es nicht kennt, das ist eine Plattform, in der sich Frauen vor der Kamera räkeln, Männern schöne Worte und Versprechungen machen und dafür ordentlich abkassieren. Eine Art Online-Bordell also, ähnlich wie es Andrew Tate im Kleinen betrieben hat, wo er Ostfrauen vor den Rechner gesetzt hat und seine eigenen Follower, denen er sagt, er stünde für ein traditionelles und nicht degeneriertes Weltbild, zünftig abkassiert hat. He's in bed at night alone, jerking off, looking at her old videos and pictures, watching her stream again from another account so she can't see it's him, sitting there going, maybe she was gonna come. Maybe I just got too mad when she had a headache. Maybe I should have been a little bit more patient and she would have been my girlfriend. And 100% of the time, in less than 3 months, with an apology, a brand new pile of money, and the cycle would repeat. We fucking killed the game. Millions of dollars a week. And it was not just because I had beautiful girls. It's not because webcam is easy. It's because I am a genius. And I put together an apparatus of genius behind the avatar of beauty. And we fucking conquered the internet. Also, das ist erstmal schon Degeneration in Reinstform, wenn du mich fragst. Interessant ist übrigens auch, dass sich dieser Gauner und Betrüger als angeblich unterdrückter Kämpfer für die gute Sache vor Publicity kaum retten kann. Publicity von jenen, die er vorgibt zu bekämpfen. Und das hat er sogar mit unserem verwirrten Gretchen gemeinsam, die sich genauso positioniert und vom Establishment, das sie quasi umstürzen will, hofiert wird. Schon interessant, nicht wahr? Naja, zumindest hat Tate im Gegensatz zum Gretel wenigstens inhaltlich hier und da recht.